Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Binding of Isaac Repentance Plus. Yes, wir haben gestern, ja, für euch wahrscheinlich eher Donnerstag, ne, heute müsste denn Sonntag sein, auf jeden Fall haben wir eine neue Challenge freigeschaltet, die wir heute auch machen werden. Und zwar, ich habe da eben schon mal ganz kurz reingeguckt, was das nochmal genau war. Es war die Pay-to-Play-Challenge. Ne? Die hatten wir jetzt aus irgendwelchen Gründen lange Zeit eben noch nicht. Und diese irgendwelche Gründe sind einfach nur, dass wir, naja, mit Kane einfach noch nicht, war das Blue Baby oder Isaac? Ich glaube, Isaac besiegt haben, ne? Egal. Auf jeden Fall ist die Challenge jetzt da und wir machen sie heute. Und die ist ganz witzig, denn der Name ist Pay-to-Play. Und wie man bereits sieht, naja, jede Tür hat hier quasi so einen Münzschlitz. Wir haben 50 von diesen Münzen und jedes Mal, wenn wir in einen neuen Raum rein wollen, dann müssen wir 1 Cent bezahlen. Und damit müssen wir zu Isaac kommen und wir haben den Sack of Pennies hier, der uns alle paar Räume halt einen Penny dazu gibt. Oh, mehr ist das natürlich auch nicht. Mit Money Equals Power sind wir gut ausgestattet, denn je mehr Geld wir haben, desto stärker werden wir. Aber je mehr Geld wir auch ausgeben, desto schwächer werden wir. Deswegen, man sollte sich genau überlegen, welche Wege man geht und welche Wege man eben auslässt. Shops sind unsere einzige Quelle, an Items zu kommen, außer jetzt halt, naja, eigentlich, vergiss das. Wir haben keine Item Rooms so rum, eher. Aber trotzdem müsste man sich bei den Shops ganz genau überlegen, will man jetzt das Geld ausgeben oder nicht? Ich finde ja den Tier-Detonator schon ganz cool. Ich nehme die 10 Euro jetzt einfach mal. Ich nehme auch das und dann gucken wir mal. Wenn es beim ersten Mal nichts wird, dann wird es halt beim ersten Mal nichts. Aber ich glaube, wenn wir irgendwie schön auf Devil Deals gehen oder so, dann kriegen wir das Ganze schon ordentlich über die Bühne hier oder was. Ne? Es ist sehr früh. Apropos sehr früh. Die letzten beiden Folgen habe ich halt sehr spät aufgenommen. Das war nach Mitternacht. Ich war sehr, sehr müde. Und ja, ich werde das nicht mehr machen. Ich habe halt beim Editen habe ich die ganze Zeit nur gesagt, Alter, was machst du da? Ich war ja während der Aufnahme so verwirrt. Mir sind die einfachsten Dinge einfach nicht mehr aufgefallen. Es war total verrückt. Deswegen hat die eine Folge auch eine Triggerwarnung bekommen. Aber ey, it is what it is, ne? It is what it is. Und ich glaube, wir waren alle mal an dem Point, oder? Aber ja, es ist halt allgemein so, wenn man Isaac selber spielt, dann hat man halt noch andere Dinge im Kopf, als einfach nur perfekte Effizienz. Ich denke mal, das wird jeder von euch kennen. Wenn man dann aber noch nebenbei halt, sich halt darauf konzentriert, irgendwas in die Kamera zu sagen, wie ich es nun mal meistens versuche, dann, ja, kann das mal passieren, dass gewisse Dinge einfach nicht auffallen, die mir halt beim Editen halt auch auffallen, ne? Ist ganz klar. Aber hey, was soll's, ne? Da steckst du nicht drin. Ich habe ja damals gesagt, ich werde alle Folgen hochladen. Auch die verkackten. Das war ein richtig geiler Use. Und ja, das machen wir dann auch. Jedenfalls haben wir jetzt Tier Size Up. Und das verwirrt mich immer. Ich denke dann immer, wir sind stärker, als wir eigentlich sind. Weil die Tränen halt einfach so groß aussehen. Hm, naja. Oh, nochmal so ein geiler Use. Wir haben aktuell... Oh, nice. Das war ja so klar. Der letzte... Okay. Ist in Ordnung. Boom. Ja, das war's mit meinem Soul Heart, ey. Nicht gut. Gar nicht gut. Wir werden es wahrscheinlich verlieren. Ja, wir haben es verloren, aber wir werden den Deal wahrscheinlich verlieren, meine ich damit. Und das würde mich sehr traurig stimmen. Aber, never mind. Oh, doch mind. Gut. Oh mein Gott, 10 Euro, sehr, sehr geil. Wir sind wieder bei 39. Will ich da rein, frage ich mich. Ich will da rein. Wir müssen alle Items, alle Item-Möglichkeiten müssen wir mitnehmen. Und hier hätte ja ein Item drin sein können, ne? Oh, danke. Boom. Ja, eigentlich sollte die Challenge relativ easy über die Bühne gehen, sage ich ganz ehrlich, aber ey... Es sind schon verrücktere Dinge passiert. Von daher will ich mal nichts sagen. In den Shop gehe ich jetzt nicht rein. Ich bin eigentlich ganz happy, so wie es ist. Und mehr Geld will ich nicht ausgeben. Ich habe mir vor der Aufnahme gesagt, ja, so ein 10er-Item, also ein 10-Euro-Item aus dem Shop kann man mal mitnehmen. Aber das habe ich jetzt bereits getan. Und ich hoffe, wir bekommen noch bessere Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Kriege ich das Geld und den Tinted Rock? Nee, ne? Kackig. Consolation Price ist aber nice.
Jedenfalls holen wir uns hier das Geld, weil das ist Damage Up auch, ne? Bam, bam, bam. 0,15. Will ich Pillen nehmen? Also wenn es Tears-Up-Pillen sind oder so Balls of Steel, ja gerne. Aber wenn es negative Pillen sind, nein, eigentlich nicht. Aber ich probiere es trotzdem mal. Black Up, okay, okay. Ich würde jetzt aber nicht meinen Hangman dafür ausgeben, aber hier bezahle ich eine Bombe. 2 nur? Was ist da los? So, Larry, komm mal ran hier. Wir machen dich jetzt weg. Wenn er mich berührt, ist er eh tot, weil das schwarze Herz dann poppt. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin, ne? Es ist halt Larry. Man kennt ihn. Und da haben wir auch bereits Satanus. So. Squeezy ist sehr, sehr gut. Gibt mir Soul Hearts und ein Tier ab. Tier ist ab. Und... Ja, sind jetzt nicht die geilsten, die jetzt. Also Book of Dead, ja, ist in Ordnung. Auf jeden Fall, ne? Nicht falsch verstehen. Ist ein gutes Item. Ich habe gerade gesehen, ich nehme mir... Nur mal Kamera schieben. Ich nehme ja den Hintergrund mit auf, wo gar kein Greenscreen ist. Ja, das Book of Dead ist halt schon in Ordnung, aber... Ach, ganz ehrlich, komm, nehmen wir mit, ey. Was soll's? Was soll's? Ich hatte kurz überlegt, noch die Ghost Baby mitzunehmen, für den Fall, dass wir vielleicht noch conjoined werden. Aber... Oh, der Raum ist auf. Ja, dann gehe ich doch aber sehr gerne da rein. Links oder rechts? Oh, ist in Ordnung. Hier müssten wir dann auch gut Book of Death machen können, oder? Das, hier kommen ja ganz viele Gegner in diesen Raum. Das waren 3. Sechs. Entweder 9 oder vielleicht 10, wenn Larry auch noch gilt. Okay, es zählt nur der. Es zählt nur die letzte Welle. Hm? Naja, egal. Judas ist Tong. Ja, auf jeden. Why not, ey? So, links oder unten? Rechts, meine ich. Komm. Es ist scheinbar wieder so ein Tag, ne? Ich sollte einfach nicht reden. Noch ein Luck-Up, sehr, sehr nice. Und hier nehme ich, glaube ich, auch mal meinen Hangman, sobald wir eine Bombe haben. Oh mein Gott. Oder nehme ich hier meinen Hangman, weil wir hier einfach 7 Euro haben? Na, gucken wir mal. Okay, wir haben den Boss gefunden. Dann machen wir den erstmal. Eine Bombe wäre aber schon juicy. Ich sag's, wie es ist. Also wir haben eine vernünftige Fire Rate mittlerweile. Das gefällt mir. Also es war ja nur ein Tier-Sub. Ne, 2 Tier-Subs. Es waren 2 Tier-Subs, genau. Und das ist geil. Ja, ja. Naja. Ja. Ich fahre ja heute Richtung Heimat, denn Mutti hat Geburtstag. Und, deswegen kommen wir away. Auch, Sonntag erst wieder. Und diese Folge nehme ich jetzt halt für Sonntag auf, weil ich sonst Sonntag nicht schaffe. Beziehungsweise wir zu gestresst wären, wenn ich an dem Tag noch halt wieder nach Hause fahren müsste und dann noch aufnehmen und dann noch schneiden und dann noch rendern. Das würde mich halt stressen, glaube ich. Ich suche trotzdem noch eine Bombe. Ich hätte sehr, sehr Bock auf Tinted Rocks und Geld und was weiß ich, was da alles noch auf uns gewartet hat. Und ich überlege, ob es sich vielleicht sogar lohnt, in den Shop zu gehen, eine Bombe zu kaufen. Ahaha. Ja, ja, ja. Hangman, ich weiß, aber um die eine Bombe zu platzieren, müssen wir auch den Hangman benutzen. Von daher... Vielleicht noch eine 2? Ja, ja, ja. Okay, dann machen wir das erstmal. Nee, nee, nee. Ich wollte gerade sagen, Bombe für Bombe, ne? Aber in diesem Fall tatsächlich mal eine Ausnahme. Hangman. Ich hoffe, ich kriege den Tinted Rock. Ja. Jawohl. 4 Euro und der Small Rock ist big. Das ist big. Ja, das sieht doch jetzt schon richtig saftig aus. Aber wie gesagt... Nicht von der Größe der Tränen beeindrucken lassen, denn wir haben Tier-Size abbekommen. Neuch. Oh, hier kann man das auch easy wieder benutzen. Sehr, sehr nice. Oh, was ist das für ein Boni? Ah, was? Seit wann können die denn da rauskommen? Das ist ja mega nice. Hier ist noch eine Bombe, ich fass es nicht. Oh, die hätte ich sogar mit aufsprengen können. Egal, ich bezahle 5 Euro. Den Tinted Rock oder auf der anderen Seite? Okay, der ist crazy.
Wenn das jetzt mit dem neuen Update dazugekommen ist, was ich gerade vermute irgendwo, dann... Hey, im Book of Dead ist nochmal ein Item-Tier abgegangen, auf jeden Fall. Das ist auch so eine Frechheit, dass die Bomben versteckt sind hinter Bomben, ne? Also hinter Bombennutzung. Naja. Ich habe auf jeden Fall eben ein Stück Schokolade gegessen, was ja in Aluminiumfolie eingewickelt ist. So kommen die ja normalerweise. Und ja, aus irgendwelchen Gründen habe ich das richtig beschissen abgemacht. Und jetzt finde ich in meinem Mund permanent kleine Alufolie-Stücke. Und das ist super abartig. Also wenn die Kamera mal, oder wenn ihr das Gefühl habt, da ist ein Cut oder so, ja, dann, weil ich mir gerade Metall aus dem Mund popel. Ist einfach so. Ja, komm. Oh Mann, Bombe? Ja. Nein. Oh, du schmutziges Wesen. Lockdown, ja. Bombsaki. Oh, das ist ja gut. Das ist ja richtig gut sogar. Ich meine, ja, ich hätte gerne noch die Golden Chest im Challenge Room aufgemacht, aber hey. Jetzt kommen wir wenigstens an den Tintenrock da oben noch an. Mhm. Das ist begitastisch. Und rein theoretisch könnte ich noch den Secret Room suchen. Secret Room, ich schätze, hier oben. Ich prüfe von allen Seiten, weil Bomben sind hier gerade Mangelware. Ja, okay, da geht's hier auf jeden Fall. Ich prüfe. Jawollo. Ganz viele Bomben. Ey, 5 Euro, ne? 5 Eu sind 5 Eu. Und da bin ich dabei. Ne? Gut, die letzte Bombe... Obwohl, der Super Secret Room wird sicherlich hier sein. Er wird sicherlich hier sein. Komm. Kaffee. Curse of the Lost, das ist richtig geil. Ich versuche mal, mir eine Map in meinem Kopf zu bauen. Als ob das was wird, ey. Sind wir mal ehrlich. Ui. Gut. Nein, stirb nicht, du blöde Sau. Du bist mir zu wichtig. Ist auch einer der wenigen Gegner, der nicht nur von vorne gemalt ist und von der Seite, sondern er hat auch noch 2 Frames dazwischen, während er das Feuer spuckt. Guck mal hier, da und 3 sogar, glaube ich, sind das. Ist der Wahnsinn. Das ist echt richtig cool. Geiles Design. Das gefällt. Oh, hier wäre das Book of Dead auch richtig geil gekommen, ne? Oi. Naja. Ah, die Frage ist: Wird, wenn ich das hier benutze, mein Sack of Pennies weggemacht? Es kann sein, ne? Deswegen, ich riskiere das nicht, weil der Sack of Pennies, der ist sehr, sehr wichtig. Aber Flight nehme ich doch sehr gerne. Achso, na klar, natürlich. Nein, Flight ist mir schon wichtig. Das ist mega nice. Aber das andere Ding, Sack of Pennies verlieren, ist schon sehr ungünstig, tatsächlich. Oh, wir sind bei 28 Euro. Ich muss langsam wieder echt aufpassen. Weil wir kommen nicht weiter, ne? Wenn wir bei 0 Euro sind, dann war's das. Nice. Verdammt. Und es war natürlich alles falsch hier. Aber komm, ey. Scheiß auf dich. Wir haben die Bombe sogar wieder gekriegt. Lucky. Plack. Geld? Nee, danke. Ha! Es waren alles falsche Wege, ne? Wo ist eigentlich die Map, die ich in meinem Kopf gemacht habe? Oh. Challenge Room geht nicht. Da müssen wir bei einem Herz sein. Das ist mir jetzt nicht wert, auch wenn da ein Item drin ist. Ha! Du mieses Schwein. Experimental Pill. HP up und Shotspeed down. Das ist vollkommen in Ordnung. Shotspeed down ist irgendwie... ist mir nie so wichtig. Also es gibt halt eher Items, die davon profitieren, dass du wenig Shotspeed hast. Tag 10 zum Beispiel. Von daher passt das.
Und hier, Geld, komm. Geld ohne Ende. Naja. Arcade brauche ich auch nicht. Naja, 28 Euro. Ne? Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir irgendwie noch zu Isaac kommen. Das ist natürlich auch sehr, sehr nice. Andererseits, oh, Devil Deals. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, was das Unterschied macht. Das macht schon einen heftigen Unterschied. Gibt den Scheiß auf die Devil Deals, die nur einen Euro kosten. Ballen! Hell yeah! Noch ein Devil Deal Item. Sehr, sehr gut. Joink. Tada. Hiya. Haben wir die Piggy Bank? Also irgendwie immer, wenn wir Damage bekommen, dann, ne? Aber wir haben die Piggy Bank gar nicht. Woran liegt das? Death's List? Ja, komm. Kann man mal versuchen. Vielleicht gibt es dann halt extra Euro, ne? Wir gehen weiter? Ja. Wir gehen weiter. Kaffee. Ach, schon wieder. Curse of the Lost. Das ist ja so geil. Okay, hier können wir auf jeden Fall richtig schön das Book of Dead usen. Das ist ein ganz beschissener Raum, wirklich. Hoi! Achso, der... Ui. Boom! Und? Ein normaler. Aber ist in Ordnung. Bam, 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 bam. Also mit einem 33er Devil Deal, ne? Was können wir eigentlich Cooles aus dem Devil Deal bekommen? Was uns viel Freude macht. Brimstone oder so? Ich versuche mal die Death List ein bisschen zu nutzen. Okay, never mind, ey. Der Boney hat's versaut. Egal. Wir haben halt nur noch 23 Euro. Left Hand. Weiß ja nicht, ne? Irgendwie nur so mäßig Bock drauf. Chemical Warfare. Was war das hier eigentlich nochmal? Wir wissen es nicht. Speeddown. Aha, geil. Geil, geil war das. Hier könnte Geld drin sein. Gib mir Geld. Da ist noch Geld. Na gut. Ja, Chemical Warfare. Nice. Okay, Book of Death bewahre ich mir jetzt erstmal auf, damit wir die wunderschönen Stats erstmal für uns haben. Ist ganz klar. Und wo geht's hier lang? Geld. Vollbomben. Und Range Down. Und Speed Down. Ja. Okay, wo könnte es denn lang gehen? Dang. Hier war Sackgasse, ne? Ja. Okay, hier ist Sackgasse. Dann müssen wir irgendwo einen Weg verpasst haben. Übersehen, quasi. Vielleicht hier unten? Nein. Da ist Sackgasse. Okay, dieser ganze Raum ist Sackgasse. Hier geht's weiter. Achso, das war der. Ja, okay. Da. Wir haben Rainbow Poop. Ei, du mieses Schwein. Rainbow Poop. Damit könnten wir arbeiten, wenn wir jetzt hier einen Self-Sack finden, zum Beispiel. Aber wir haben halt auch nur 3 HP, ne? So richtig lohnt tut sich das jetzt auch nicht. Naja. Diddle, 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 diddle. Ja, Geld, Geld, Geld. Bei diesen Turrets bin ich immer so angespannt, ne? Hi! Jupp. Yep. Ach, die andere Maske wurde von der Deathlist ausgesucht. Ja, das macht Sinn, ey. Ist das eine Schweinerei? Cool. Little, 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 little.
Achso, ja, habe ich gar nicht erwähnt, ne? Die External Item Descriptions Mod wurde mir in den Kommentaren gesagt. Ist jetzt auch für Repentance Plus draußen, deswegen habe ich die auch drin. Ich, sie ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Aber wir haben sie drin. Naja, mal gucken, ne? Ich versuche jetzt mal drauf zu achten. Wahrscheinlich ist das schon so normal, dass, naja, mir es eher auffallen würde, wenn wir sie nicht haben, weiterhin, ne? Die Schwimmflügel sind wieder da, Mama. Jetzt brauchen wir nur noch den Soundtrack wieder und dann ist erstmal alles cool. Dann sind die wichtigsten Sachen da. Ja, da steht's doch. External Item Descriptions sind am Start. Und Starry ist ein wunderschönes Item. Und ja, das sind auch wunderschöne Items tatsächlich. Ich würde... Wow. Yeah. Ja, komm, wir nehmen die Robes. Ich war gerade überlegen, nehme ich das oder nehme ich es nicht? Ja, komm. Scheiß drauf. Scheiß doch der Bär drauf, ey. Weiter geht's. Kaffee. Alright. 29 Euro. Zack, zack. Zack. Okay, das war aber eine schöne Reihenfolge. Von der Death List. Und einen Schlüssel haben wir extra bekommen. Oh, das ist ja auch wunderschön, wirklich. Oh, oh, oh. Oh, tatsächlich, oh. Experimental Pill? Nee. Das kennen wir noch nicht. Health Up? Oh. Health Up. Gut. Die Experimental Pill kann ich mal sicherheitshalber mitnehmen. Für den Fall, dass wir irgendwie kurz vorm Sterben sind oder so und dann vielleicht sogar noch ein HP-Up daraus ziehen können. Wer weiß. Wer weiß das schon? Ja, ich benutze gleich mal wieder das Buch. Mach's einfach. Okay, das ist geil. Der droppt wahrscheinlich ganz viel Geld. Hoffe ich doch. Ja, oh mein Gott, richtig viel Geld. Ja, ja, ja. Wir sind schon wieder fast beim Startkapital angekommen. Sehr, sehr nice. Und natürlich auch ein saftiges Damage-Up, ne? So, da ist das Startkapital wieder am Start. Dann, ja. Gehen wir mal unsere Wege, ne? Das war sehr, sehr gut. Noch mehr Geld? Mm. Oh, ist das wunderschön. Wie mit jedem Euro, den wir finden, die Sorge ein bisschen weiter nach hinten rutscht. Da war Geld, habe ich gesehen. Oh. Yeah, oder? Okay. Death's List ausgenutzt und wir haben Range Up bekommen. 2,5. Alter. Okay, das ist krass. Das ist crazy, chasey, monkey, funky, ey. Fool? Nee, beim Boss war schon verpasst. Ich könnte Fool trotzdem mitnehmen, aber... Okay, Box of Friends. Ist es auf jeden Fall nicht wert, da jetzt 20 Euro reinzustecken. Mindestens wahrscheinlich. Ah. Oh, damn, der ist in die Stacheln gelaufen und hat meine Death's List damit kaputt gemacht. Suizid zählt nicht, Mann. Ist ja unfair. Tack, 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 tack. Tack, 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 tack. Ah. Gut, weiter. Scheiß drauf. Wir sind stark genug, ey. Ich finde es in Ordnung. Ich glaube, so können wir uns Isaac schon stellen. Dauert ein bisschen, aber es würde gehen. Und natürlich ist es Red Mom, ne? Ja. Uwe. Uwe. Aber ja, kriegen wir doch hin, oder? Ist ja easy peasy. Da, 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 da. Gut, sie hat es mir einfach gemacht. Und ein Euro für unsere Mühen. On top. Weiter geht's. Wir haben keinen Deal gekriegt. Ich habe auch gar nicht drauf geachtet, wie die Chance war, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich nicht allzu hoch. Alright, Scar Womb. Das mache ich. Noch ein HP ab. Ist in Ordnung. Ich würde das sehr, sehr gerne wegtraden. Au. Rex-Schwein.
Book of Dead oder Stats? Ich weiß es ja nicht. Ah! Was war nochmal? Achso, die 5 random Pills? Rein damit, ey. Ja. War in Ordnung. Okay, ich glaube in dem Raum. Oh boy. Benutze ich wieder das Book of Dead? Die sind immer gemein, ey, wenn die in alle vier Richtungen schießen. Babum. Eine Golden Bomb. Das heißt, wir können auch easy wieder nach einem Secret Room suchen. Wir sind bei 64 Euro. Das ist big, big, big. Macht ihn weg! Ja. Oh mein Gott. Wir sind bei 72 Euro. Nein, doch nicht. Ach, komm. Und da ist ein Golden Poop. Ho, 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 ho. Counter für Penny, komm, scheiß drauf. Das passt einfach sehr gut zur Challenge. Auch wenn die Lightbulb vielleicht besser wäre, aber hey. Mit jedem Cent, den wir aufnehmen, kann es sein, dass ein Cent extra kommt. Hier zum Beispiel 77 und boom, 79. Ja, weil 77 plus 1 sind 79, ist ganz klar. Und das ist sehr, sehr schön. Bam, 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 bam. Golden Bombs! Noch ein bisschen ausnutzen, ne? Warum nicht? So viel Geld. 82, ja. 84, ja. Mehr davon. 86, oh. 88, ey, ist ja der Wahnsinn. Es ist wirklich ein wunderschöner Run gerade. Wir sind vom Glück gesegnet, sind wir auf jeden Fall. Ey, hört ab. Komm, beinahe. Können wir gleich alles bei Satan wegtraden. Speed up wäre erstmal wieder ein bisschen schön. Da würde ich mich drüber freuen. Au. Aber, ja, so hundertprozentig nötig ist es auch nicht, ne? Jedenfalls kann ich ja jetzt wieder wesentlich entspannter mein Book of Dead benutzen, weil ich mich nicht entscheiden muss, ob die Stats dafür weggehen oder nicht. Wuppa. Ganz viel Geld hier drin. Naja. Da kam noch eine Chest, wieso habe ich die... Hä, bin ich blind? Ich hätte die beim Rausgehen, habe ich nochmal kurz für einen Frame diese Chest da gesehen. Jetzt sehe ich sie auf der Minimap, aber warum habe ich die nicht gesehen, als ich im Raum war? Ich war zu sehr auf die Kacke fokussiert. Ach, deswegen. Ja, das ist aber auch wirklich eine Frechheit, ne? Ja, wenn sie sich bewegt, sieht man sie besser. Alright. Cursed Room, ja, komm. Naja. Babum. Ja, auch witzig, aber ja, komm, ey. Das geht ja nur, wenn es komplett leer ist, ne? Das Item, glaube ich. Da war wieder Stickdrift am Start, ey. Schön rechts gegen die Wand gelaufen. Boom, boom. Wir haben Golden Bombs, also holen wir uns den Super Secret Room noch. On Rinder. Ein Eternal Myrnel. Auch in Ordnung. Wer ist es? Scully. Da. Ja, ich hatte überlegt, ob ich so eine kleine Mini-Series an Videos mache, wo ich einfach nur auf einzelne Bosse eingehe und die besten Strats dazu. Das wären dann so 2-Minuten-Videos quasi, ne? Als Beispiel, yo, das ist Monstro, Monstro kann dies, kann das, kann jenes. Wenn die Attacke kommt, wie verhält man sich am besten, um nicht getroffen zu werden? Sowas in der Art. Ich weiß, ich bin halt mit all meinen Isaac-Content 10 Jahre zu spät. Aber ich glaube, gerade durch das Update jetzt werden vielleicht nochmal ein paar neue Spieler rangezogen, für die das bestimmt sehr nice to know sein kann. Ne? Und ich habe sowas halt noch nicht gefunden, zumindest nicht auf Deutsch. Und auch nicht in der Form, wie ich es mir vorstelle, aber ja, why not? Ich meine, ist ja kein Aufwand. Ich spawn durch die Konsole den jeweiligen Boss, fighte den halt.
Und alle Attacken, die er macht, die erkläre ich kurz und dann fertig, ne? Strange Key opens the door to the hush floor. Achso. Wollen wir Hush machen? Ich weiß ja nicht. Ach. Oh. Nee, scheiß drauf, ey. Wozu? Ich meine, ja, zwei Items, aber wahrscheinlich sind die eh shit. Von daher, ne? Who cares, who cares? Und noch ein Euro. Es läuft, ey. Wir haben Good Luck. Aber solange man nicht die Hälfte seines Vermögens im Shop ausgibt, sollte die Challenge endlich easy going sein, ne? Ratantan, tantan. Geld! Oh ja, 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 94 Euro. Überleg gerade, ob ich die Dim Lightbulb doch nehme, weil jetzt haben wir genug Geld, ne? War das der Floor oder war das auf dem Floor davor? Das war der Floor davor, ne? Geil. Gut, Mutti, komm ran hier. Das ist ja richtig gemein, ey. Die Death's List hat Mom zuerst ausgewählt. Wie stellt ihr euch das vor? Ja, Frechheit. Bam! Ha! Was geht denn jetzt? Was ist da gerade passiert? Ich bin so riesig, ich sehe schon wieder gar nicht, wer ich bin, was ich mache, wie ich heiße und so. Gut, komm mal her hier. Mark und Sister Swaggy. Sister Swaggy, nee, danke, aber Mark? Mark nehme ich mit, Mann. Ja, ja, ja. Jetzt wären wir schon zwei Drittel conjoined, aber halt auch nur zwei Drittel conjoined. Von daher, alles richtig gemacht, oder? Alles richtig gemacht. Auf zu Isaac. Kaffee. So, ich geh mal links. Hallo. Ihr Widerlichen, wirklich. Ihr seid alle so eklig. Oh, Trapdoor, ey, nice. Also hier schön Crawly Spacey, ne? Boom. Lovers, ist es Reverse Lovers? Nee, normale Lovers, naja. Ha! Und die Knockout-Drops, die nehme ich auch gerne mit. Mit 10,7 Damage, ey. Und wie viel Luck haben wir eigentlich? Wir hatten ein paar Luckdowns, ne? Einen Luckdown, glaube ich, haben wir. Ba, 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 ba. Aua. Oh. Ist das wild? Ja, komm, das kriegen wir doch hin, oder? Wenn wir bei Isaac jetzt nicht zu sehr aufs Maul kriegen. Wir haben bei It Lives gerade ganz schön kassiert. Aber ich denke mal, das passt schon, oder? Irgendwie passt das schon. Ja, Golden Key, ich weiß, scheiß drauf. Aber Secret Room. Ha! Ah, jetzt wird's langsam doch ein bisschen knapp. Was so unser HP angeht. Oh mein Gott. Wir werden wahrscheinlich sterben. Und dann wird mir das unglaublich peinlich sein. Aber wir haben auch die Lovers Card. Also das passt schon irgendwie, ne? Die sind halt so sau riesig. Das ist ein Problem. Was? Naja, komm. Rein da! Zum Eusack. Ha, ha, ha. He, 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 he. Ah. Oh, habe ich nicht gesehen, ne, das Herz da, den Strahl, den Bienen, die Tränen. Das war's mit der Lovers-Karte, ich bin versehentlich in das zweite Herz reingerast. Ah, egal. Egal, Mann. Oh mein Gott, doch nicht egal, wir werden sterben. Ich muss einfach mich ein bisschen anstrengen jetzt, und dann passt das. Mach das doch nicht so oft.
Lass mich doch mal, lass mich dir aufs Maul hauen hier. Bam, bam, bam. Gegen die Wand, ey. Okay. Easy. Sogar Full Health. Ist ja gar kein Problem. Wir haben gar keinen Hit kassiert. Oh boy. Zwei neue Pillen haben appeared, ey. Sehr gut. Haben wir die Challenge auch vom Schlüpper. Und können dann morgen in die Woche starten mit einer neuen Motto-Woche. Challenge 38 fehlt jetzt noch. Also zum Unlocken. Und dann müssen wir noch die Brains-Challenge einmal schaffen. Und dann sind wir durch mit Challenges. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, was Challenge 38 war. Ich kann auch gar nicht wissen, was die Challenge war, weil wir müssen damit laut Wiki Satan als Bethany besiegen. Das ist aber die normale Bethany und nicht die Tainted Bethany. Unsere nächste Challenge hat nämlich auch was mit Bethany zu tun. Deswegen, mal gucken. Vielleicht unlocken wir sie damit automatisch oder vielleicht auch nicht. Aber jedenfalls werden wir noch irgendwas damit reißen, ist ganz klar. Ja Leute, das war's dann auch schon wieder. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir was in die Kommentare oder drückt auf den Subscribe-Button, falls ihr es noch nicht getan habt. Oder wenn ihr Bock habt, kommt ihr mal live auf Twitch vorbei, denn es könnte sogar sein, dass wir entweder dieses Wochenende noch schaffen, je nachdem, wann ich zu Hause bin, oder auf nächstes Wochenende verschieben. Das Hirn des Monats wird wieder ermittelt, ne? Denn Nikotina, das aktuelle Hirn des Monats, wird gezwungen, die Titel zu verteidigen. Und jemand anderes von euch, irgendwer aus dem Chat auf Twitch, kann dann in das Quiz reinstarten und Nikotina vom Thron hauen und dann einen Monat lang das Hirn des Monats sein. VIP-Plätze auf dem Discord, im Twitch-Chat, Gamekeys, Ruhm und Ehre. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, ey. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche. Wir sehen uns morgen wieder. Macht das Beste aus und stay cozy. Bye-bye. Kaffee.